Steine zerstreuen, Bäume pflanzen, Bäume.
mich fragt, wie war das Leben in diesem Land, würde ich sagen, es war die schönste Zeit meines Lebens, denn ich war jung und verliebt. Manchmal bin ich schon am Morgen nicht, und dann such ich Trost in einem Lied. Bevollmächtigte Katja Schödel. Ja. Und auch in vielen Rollen eine Rektorin, Julia Werner. Ja. Dann den Besuch aus dem Westen, Tobias Larisch. Ja. Die Familie bestand ja aus den wechselnden festen Freunden, Pascal Martin. Klasse Westtante, Dorothee Seiter. Ja. Die etwas flexible Schwester, Johanna. Ja. Der Vater, Dietmar Bode. Wäre man ohne Clique. Da gab es zum Beispiel die Flöte, Vanessa Hülschläger. Und das maskuline Brötchen, Manuel Geisbauer. Und den jungen Freund, den man einfach gern haben muss, Lukas Heilbrand. Und diese Jungs haben ja auch Freundinnen gebraucht. Die Freundin Sabrina, Justine Schindler. Oh, ja. Und die schöne Miriam, Nomi von Ammen. Oh. Mario, der große Freund, Dominik Lang. Ja. Und Micha, Johannes Schmidt. Die beiden haben sich ja nicht die Rollen geteilt, sie haben beide wirklich durch das ganze Stück gespielt. Und eine Rolle, das muss ich einfach immer wieder sagen, was das Schwierigste ist, überhaupt zu spielen. Ein Text ohne Futter, man muss wirklich schauen, wo man ist und hat Berge von Text. Und das hat er einfach mit Bravour gemacht. Jan Gebelein! Da hinten, jetzt weiß ich nicht, ob ich die richtigen Namen habe. Ja, kommt schon noch, das ist unser Spezialgast. Aha. Vom Hausmeister zum Lehrer. Die Technik dahin, Jan, ich weiß nicht, wen hast du mit? Ja, natürlich. Ja, und der Chris. Da hinten ist er. Naja, und dann, wie gesagt, ich muss dir auch verraten, wer ich welche Schule hat so einen Hausmeister. Na? Rüdiger Friedrich! Ja, das checkt sich nämlich immer, dass man vergisst. Und welche Schule, wenn wir schon dabei sind, welche Schule leistet sich eine Theatergruppe, die professionell geleitet wird, und zwar seit 10 Jahren von der ausgebildeten Schauspielerin, die Ihnen ja sicherlich bekannt ist, Gerti Baumgärtel.